Nachdem wir uns nun durch den Mediaraum, die unendlich vielen Projekteinstellungen und auch den Editraum gewühlt haben, wird es Zeit, uns dem zu widmen, wofür DaVinci eigentlich gedacht ist, nämlich der Farbkorrektur, die sich hier unten im Colorraum abspielt. Der Colorraum ist sehr, ich will es mal sagen, vollgepackt mit ganz, ganz unterschiedlichen Funktionalitäten. Zum Beispiel haben wir hier oben links das Wiedergabefenster, wo Sie Ihr Material sehen, wo Sie Material aber auch vergleichen können, beispielsweise mit Grades oder mit anderen Clips, die Sie bereits farbkorrigiert haben. Wir haben hier in der Mitte die Gallery. Innerhalb der Gallery werden Ihre gespeicherten Power Grades verwaltet. Ein Power Grade ist quasi ein Look, den Sie generiert haben und gespeichert haben. Hier werden aber auch Einstellungen gespeichert, Notes, die Sie aus anderen Clip einfach kopiert haben, also indem Sie ein Still-Image genommen haben. Und dieses Still-Image wird inklusive der gesamten Farbkorrektur hier in diesem Bereich gespeichert. Wir kommen da später noch genauer drauf zurück natürlich. Auf der rechten Seite sehen Sie das Note-Fenster. Innerhalb dieses Note-Fensters werden Ihre Notes, also Ihre Knotenpunkte, organisiert. Bei DaVinci ist es so, dass jedes Grading ein Node voraussetzt, beziehungsweise dass man jedes Grading in ein Node hineinpacken kann. Je mehr Nodes Sie haben, umso einfacher wird es für Sie nachher sein, die einzelnen Farbkorrekturschritte entweder nachzuvollziehen oder zu deaktivieren oder noch fein abzustimmen. Sie können natürlich Ihre gesamte Farbkorrektur in nur einem Node durchführen, aber das ist nicht ratsam, weil es relativ schwierig ist, dann auf ältere Zustände zurückzukommen, beziehungsweise weil es auch fast unmöglich ist, innerhalb eines Nodes eine primäre und eine sekundäre Farbkorrektur zu machen. Auch darauf kommen wir natürlich noch genauer zu sprechen. Unten rechts befindet sich der neue FX-Button von DaVinci 10. Der FX-Button ermöglicht den Zugriff auf Filter, die Sie für DaVinci installiert haben. Momentan ist hier kein Filter installiert. Dann sehen Sie im mittleren Bereich zwei verschiedene Timelines, nämlich einmal die Timeline mit der Clip-Darstellung, wo die Materialien zu sehen sind, die sich in Ihrer Timeline befinden. Außerdem finden Sie hier eine Balkendarstellung. Jeder Balken ist ein Clip und je nachdem, auf welchen Balken ich klicke, wird dieser entsprechend orange und der Clip wird aktiviert. Anhand dieser Balkendarstellung können Sie die Länge Ihrer Clips grafisch sehen. Das können Sie natürlich hier anhand der Thumbnail-Darstellung nicht. Und Sie können in der oberen Timeline mit dem Playhead hin und her fahren, um Ihre verschiedenen Clips zu sehen. Über die Tastenkürzel Pfeiltaste nach oben und Pfeiltaste nach unten kommen Sie jeweils zum nächsten Clip und über die Pfeiltaste nach links und nach rechts springen Sie jeweils ein Frame nach vorne oder nach hinten.